der Dolop ist unsere Sprungkombination. Also da machen wir dreimal den gleichen Sprung hintereinander. Einmal dreifach, dann doppelt und dann doppelt. Da ist wichtig, dass wir beim ersten Dreifachsprung gleich viel Schwung mit rausnehmen, dass wir dann die zwei weiteren Sprünge noch gut dran bekommen. Dabei stechen wir mit dem linken Bein hinter uns ein und gehen dann mit dem rechten dran vorbei und in die Drehung. Für einen Dreifachsprung ist einer von den leichteren Dreifachsprüngen der Tulip, ist aber eben in der Kombination recht wertvoll, vor allem in der Kür, was Punkte angeht. Und wenn man dann die Ausführung noch gut hinkriegt, was uns eigentlich ganz gut gelingt, weil wir beide recht gute Springer sind, dann ist das recht viel wert. Beim Saicho springt man nicht von der Zacke, so wie beim Tulip, sondern von der Kante, von der linken Einwärtskante, und zwar auf rückwärts, und geht dann mit dem rechten Fuß quasi an der linken Seite vorbei und kommt wieder in die gleiche Drehposition am Ende. Der Saicho ist bei uns der Einzelsprung in der Kür, funktioniert eigentlich auch meistens recht gut, ist auch einer von den Sprüngen, die uns sehr, sehr liegen eigentlich, und ja, also gelingt uns auch meistens gut. Ja, Saicho mag ich gerne. Da muss man nicht viel machen, man stellt sich eigentlich nur bequem auf den Bogen und nimmt im Rhythmus einfach die Bewegung mit. Und das geht dann leicht von der Hand. Wenn man mal die richtige Technik erlernt hat, ja. Also das ist schon, ein jahrelanges Training dahinter, dass das mal so weit ist. Aber auf unserem Level müssen wir jetzt nicht mehr groß die Technik erlernen, sondern das nur managen, und das gelingt uns. Also das ist eigentlich kein Problem mehr bei den Sprüngen. Beim Wurfflip, den machen nicht so viele Paare. Viele Paare machen eher Wurf Saicho und Rittberger, wenn wir in der Kür zwei Würfe haben. Wurfflip ist einer von den schwierigsten Wurfelementen. Da kommt es ganz darauf an, dass wir gut hintereinander stehen, dass da nichts verschoben ist von den Schultern und von den Hüften. Und ich bin eigentlich dann nur dazu da, der Miriam zu assistieren beim Wurfsprung sozusagen, und ihr ein bisschen höher und weiter das mitzugeben. Dadurch sind die Würfe eben um einiges höher und weiter und zum Fangen etwas schwieriger als die Einzelsprünge für die Damen. Es gibt die Aussage, dass Würfe eigentlich Einzelsprünge mit männlicher Behinderung sind, weil der Mann am Ende öfter auch mal ziemlich im Weg steht und nicht unbedingt hilfreich ist bei der ganzen Sache. Aber ja, im Grunde sollte er mir eben assistieren und mir mehr Höhe und Weite geben. Und dabei ist es auch eben wichtig, dass wir die Bewegung zusammen ausführen und uns richtig spüren. Weil niemand, wenn einer was alleine versucht zu machen oder zu früh geht, den Rhythmus verändert, dann stehen wir uns am Ende gegenseitig im Weg und behindern uns nur. Ja, Wurfseicher ist das gleiche Prinzip wie der Flip. Und hintereinander stehen, gleicher Rhythmus, gleicher Bogen und das Aufmachen. Beim Wurf Saicho ist meistens, wenn es ein Problem gibt, dass einer den Bogen nicht richtig fährt. Dass einer kurzer gerade läuft und dann um die Ecke, meistens ich oder der Herr, dass er dann um die Ecke wirft. Das ist meistens das Problem, wenn er Wurf Saicho in die Hose geht. Aber grundsätzlich sonst das Gleiche. Sie versucht ihren Rhythmus durchzuziehen, ich versuche das mitzumachen und ihr zu helfen und ihr Höhe und Weite mitzugeben. Ja, und im Grunde funktioniert der Wurfseicho genauso wie der Wurfflip. Ähnlich dem Einzelflip ist auch der Wurfseicho eigentlich ein ganz normaler Seicho, der von ihm assistiert wird. Beim Twist arbeiten wir sehr viel daran, dass wir mehr Höhe bekommen, damit der noch ein bisschen spektakulärer wird, ein bisschen lockerer im Fangen wird vor allem. Da arbeitet man an zwei Sachen, dass ich ein bisschen länger im Knie bleibe, damit ich sie besser mitnehmen kann, nach oben drücken kann, und sie dann ein bisschen länger wartet, noch bevor sie oben in die Drehung geht. Ja, der Twist funktioniert im Grunde so, dass er mich nach oben abwirft und ich dann oben in der Luft 2 bis 3 Drehungen mache, im Idealfall eben 3. Daran arbeiten wir noch an der Ausführung, und er mich dann wieder fängt. Das ist der Unterschied zum Wurf. Beim Wurf wirft er mich ja weg und ich lande alleine. Beim Twist ist es so, dass er mich über sich wirft, wieder fängt und dann absetzt. Beim Twist ist meistens keine Kante da vorher, aber der Absprung ist ähnlich am Lutz. Nur was beim Twist eben ganz anders ist, ist, dass die Lage in der Luft nicht senkrecht, sondern fast waagrecht ist. Und das ist eben das, was für die Mädels so schwierig ist, in die Rotation zu kommen, eben in dieser anderen, ganz anderen Körperlage. Weil das macht man als Einzelläufer nicht. Also wenn man als Einzelläufer waagrecht in der Luft ist, hat man ein schweres Problem. Der Twist ist wirklich, war für mich das Element, das am schwierigsten zu erlernen war. Da lerne ich auch noch immer, bin noch immer dabei. Jeder Tag aufs Neue ist anstrengend und schwierig, und da
das ist wirklich nicht einfach für mich. Wir machen Fortschritte, aber der Twist ist wirklich das Parade-Paarlauf-Element, das braucht Zeit.